Hallo, hallo, ihr Schnubbis und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Equine Passion mit Vieh. Heute mal etwas früher, weil ich habe das Pony heute nur grasen lassen und war dann zu faul, irgendwas zu arbeiten und dann bin ich ratzifatzi wieder nach Hause gefahren. Heute haben wir ein Update. Das ist schon, das war schon ein paar Tage alt, aber wir machen es trotzdem noch mal rein. Ein Community-Wunsch-Update. Und das habe ich persönlich mir schon durchgelesen und fand es auch cool und habe dafür auch gestimmt. Reitanlagen können jetzt für andere Disziplinen umgebaut werden. Die Kosten richten sich nach der aktuellen Stufe. Die Stufe und gegebenenfalls eine ganzjährige Nutzbarkeit bleiben bestehen. Alles Weitere findet ihr bei der Reitplatzübersicht in eurer Stallverwaltung. Das gucken wir uns doch gleich mal an. Stelle. So. Umbauen. Der Button ist jetzt hier neu. Gucken wir mal. Ach, die können aber nur umgebaut werden, wenn keine fremden Pferde im Stall stehen. Okay. Das hätte ich jetzt nicht gemacht. Weil dann muss man ja im Endeffekt alle rausschmeißen, bevor man sich das irgendwie angucken kann. Ist denn in der Bibliothek schon was zu finden in Form von Reitanlagen? Nö. Da steht bloß was vom Bau und von der Führanlage, aber da steht noch nichts vom Umbau. Okay. Ich habe jetzt irgendwie nicht wirklich so die Ambition, das auszuprobieren und alles rauszuschmeißen und umzubauen, weil ich brauche ja eigentlich an sich nichts. Aber was wir machen können, das mache ich aber mit einem anderen Account, weil da habe ich einfach doch eindeutig genug Geld. Wir können einfach mal blödsinnigerweise eine bauen und dann tatsächlich alle mal rausschmeißen. Das mache ich mit einem anderen Account. Genau, wir machen das mit dem anderen Account. So, hier habe ich so viel Geld, weil ich habe jetzt tatsächlich alle Fohlen verkauft. Und dieses Jahr sind bei den Chattys jetzt nur 3 geblieben. Ihr habt ja schon gesehen, Phineas und Phileas habe ich behalten. Und dann habe ich noch die Liandra behalten. Das ist die Tobiano-Stute, die soweit am besten abgeschnitten hat. Und wenn man da mal sieht, schaut euch doch mal an Luna Lila. Könnt ihr euch noch daran erinnern, wie wir Luna Lila gekauft haben? Wisst ihr das noch, wo ich mich so über Pangare gefreut habe und dann dachte ich mir so, aber schade, dass sie ausschimmelt, weil dann sieht man dieses Pangare leider nicht mehr. Wir haben Luna Lila als Fohlen gekauft und jetzt ist sie schon 8 Jahre. Wann haben wir sie gekauft? 2007. 2007 haben wir sie gekauft. Ja, vor 7 Jahren haben wir die Kleine gekauft. Und jetzt ist Luna Lila schon Omi. Das ist voll süß. Das ist wirklich voll süß. Ja, ich habe hier soweit erstmal heute ausnahmsweise schon mal alles durchgemacht. Außer das Training der Fohlen, das habe ich noch nicht fertiggestellt hier. Aber die sind ja auch schon ziemlich weit. Es ist das erste Mal, dass ich bei den Chattys 2 Praktikanten habe und beim Hauptaccount überhaupt nichts. Ups, da habe ich wohl vergessen, dass der noch nicht ganz austrainiert ist. Egal. So. Dann müssen wir natürlich hier wieder die Auftragsfohlen. Wir haben leider nur noch 1. Und aber das finde ich nicht so schlimm, weil ich bin jetzt von den Auftragsfohlen doch relativ weg, weil so dringend brauche ich das Geld jetzt nicht mehr. Und naja, ob jetzt Arbeiten oder Auftragsfohlen, ja, die bringen ein bisschen mehr Geld, aber wie gesagt, so dringend brauche ich es jetzt nicht mehr, weil ich eigentlich schon einen guten Puffer habe. So, dann gucken wir noch mal beim Pferdemarkt, beim TSV, ob denn so ein paar kleine süße Chattys dabei sind. Es sind sogar 8 kleine süße Chattys dabei. Ein Perlino, oder? Nee, ein Cremello dann. Ein Wallach. Ja.
schade, dass du ein Wallach bist. Aber voll süß. Ein Stutfohlen. Smoky Grallo. Okay. Wenn du jetzt nicht ganz doof bist, wollen wir dich haben. Na, das ist ein Wallach und das ist dann auch noch ein normaler Brauner. Nö, brauchen wir gar nicht angucken. Pferd, du bist auch ein Wallach. Du bist eine Dunn-Stute. Apfelkompott. Kriege ich ja wieder Hunger. Dann Deppelsstute. Der Hals ist viel zu lang. Das heißt, du hast einen K.O.-Wert, ja. Tut mir leid, Apfelkompott. Damit bist du für mich auch nicht interessant. Dann haben wir noch Paradies. Ist eine Stute. Oh, ein Tobiano. Zwar mit Schimmel, aber egal. Hast aber auch einen K.O.-Wert. Marshmallow X-Star. Grallo Rowan. Oh, du hast blaue Augen, voll süß. Grallo Rowan. K.O.-Wert hast du nicht. Kopf ist gut, Hals ist gut. Und Fohlenprämierung bestanden mit 6-1. Okay. Und du bist eine Stute. Yay. So, und dann haben wir noch Sweetie Boy, ist ein Wallach. Ein Black Dapples. Sieht voll knuffig aus. Kann aber mit einem Wallach nichts anfangen. So, das könnte doch schon mal eine sehr gute Ausbeute werden, wenn wir eine von den Zweien bekommen. Ich tendiere natürlich schon eher zu Marshmallow. Erstens, weil sie schon älter ist und zweitens, weil sie doch noch ein bisschen mehr was Besondereres ist. So. Geld einzahlen. Wobei, nee, ich baue noch mal einen Stall. Ich baue noch mal Stall, ja. Genau, mache ich. So, Offenstall bauen. Genau. Wir bauen hier noch mal einen Offenstall. Bauen. Und hier auch noch mal einen Offenstall. Damit wir noch mal ein bisschen Geld kriegen. Okay, perfekt. Dann werden wir noch mal eine Heuwiese kaufen. Und noch eine. Und dann noch zwei Heulager. Und dann haben wir ja auch einen super guten Stall bald zusammen. Auch mit den Chattis. So. Dann zahlen wir das mal ein. Jo. Okay. Das war es jetzt hier erstmal bei den Jetties. Mit den Kinderlein bin ich jetzt nicht auf Turnier gegangen. Die habe ich heute jetzt einfach mal ausgebildet. Und ja, das nächste Mal dürfen sie dann wieder auf Turnier. Ich bin ja nicht so. Die müssen auch nicht jedes Mal mitfahren, weil vielleicht haben sie ja auch Schulaufgaben, vielleicht haben sie ja auch was zu lernen. Ja, nicht jedes Kind kann jedes Wochenende auf dem Turnier verbringen. Bei den Chattys habe ich jetzt gar nicht geguckt, dass wir ja auch wieder uns bei der Körung anmelden können, aber ich habe keine anmeldbaren Pferdchen. Ja, es sind trotzdem so viele. Es sind trotzdem so unglaublich viele wieder geworden. Ja, ich kann einfach nicht anders. Es ist einfach nicht normal. Der Sievert muss noch verkauft werden. Und ich glaube, dann muss noch mal ein Pferd, müsste glaube ich noch gehen, Nabil. Genau, Nabil geht auch noch. Das jetzt? Elea? Elea oder Elenis?
Ich hatte es mir irgendwo aufgeschrieben. Elenes bleibt, dann geht Elena. Elea. Mein Kopf ist ein Sieb. Mein Kopf ist ein Sieb. Oder 6,1. 3,0 im Springen. Nee. Bobby, Elenis, Danis, Kapira. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Warum habe ich bei Elea nichts hingeschrieben? Kabira wollte ich behalten. Auch wenn die nur eine 5,8 hat, aber ich wollte die behalten wegen der Farbe. Aber dann habe ich 1, 2, 3, 4. Genau, ich hatte 4 Fohlen ausgesucht. Und die Kabira dazu. Nee, dann passt das schon. Ach. Ich sag ja, mein Kopf ist ein Sieb. Mein Kopf ist ein Sieb. Wir haben aber jetzt übrigens einen Praktikanten. Ist das nicht toll? So, und Geld habe ich hier massenhaft. Und weiß jetzt erstmal gar nicht so wirklich, was ich damit machen soll. Ich kann ja fast nicht nochmal einen Stall bauen. Ich habe jetzt schon 95 Offenstallplätze. Einer ist frei. Ja, da muss ich wegen den Fohlen gucken. Also irgendwie. Naja, jetzt bauen wir erstmal den Reitplatz. Und bauen den dann wieder um. Also ich könnte jetzt noch 1, 2, 3, 4 Offenstallplätze bauen. Und dann noch einen Reitplatz. Die Frage ist. Kann man die Führanlage auch wegbauen oder nicht? Ich baue jetzt einen in Dressur bauen. Ach so. Ich brauche ja erst ein Geld. Jetzt habe ich es gerade draufgeschmissen, jetzt kann ich es gleich wieder runterholen. So. Zurück zum Stall. Wie viel kostet jetzt so ein Reitplatz? Gar nicht mal so viel. 10.000 geht schon. Dressur. So. Genau. TSV. Beim TSV hier gibt es auch interessante Pferdchen. Ich habe mich mit meinem privaten Account schon für ein paar interessiert. Und zwar ist das hier diese dunkelbraune Stute, die als Schulpferd taugt. Hier die schwarze Stute, die auch als Schulpferd taugt. Das süße kleine Overo-Stütchen ist leider Dressur und Springen. Das ist leider nicht so prickelnd. Dann haben wir hier noch ein Rappstütchen. Die ist jetzt auch nicht ganz so dolle. Aber wir können sie züchten für das Schulpferd. Ja, oder wir können sie hochzüchten für das Schulpferd. Also wir können sie ausgewachsen dann nehmen als Schulpferd. Und das ist jetzt auch wieder Dressur und Springen, auch wenn es ein Buckskin ist, leider nicht wirklich interessant für mich. So. Turniere. Jetzt gehen wir erstmal Turniere. So. Fangen wir doch mal an. Hier uns durchzuklicken, weil man verliert ja auch die ganzen Gruppen, wenn man mal kein Premium mehr ist. Und das ist tatsächlich bei mir passiert. Und deswegen kann ich jetzt nicht einfach oben Turnierpferde einstellen, denn ich habe
die Gruppen noch nicht neu sortiert. Böses Vieh. Böses Vieh, weil Vieh momentan absolut mal wieder keine Zeit für irgendwas hat. Weil das Pony einfach viel zu viel Zeit von Vieh klaut. In der Vollversion waren jetzt die Turniere dieses Mal total durchwachsen und voll doof. Und deswegen dachte ich mir, ich muss die jetzt nicht mit reinpacken. Es war wirklich doof. Es war irgendwie nur 8,9 und das war einfach nicht gut. Das letzte Mal bei den Turnieren hier in der Demo haben wir ein bisschen Geld gewonnen, aber jetzt auch nicht mehr so viel, wie wir eigentlich schon mal hatten. Irgendwie merkt man da leider schon, dass ich nicht mehr so viel mich hier damit beschäftige, mit diesen kleinen Ponylines hier. Die leiden dann doch ein bisschen unter meiner Abwesenheit. Aber es tut mir irgendwie schon sehr in der Seele weh. Nur manchmal habe ich abends um 10 einfach echt keine Lust mehr, weil ich einfach müde bin und dann mache ich eben nur noch das Nötigste. Und dann schaffe ich noch nicht mal in der Mittagspause Equine Passion zu spielen, weil echt auf Arbeit unglaublich viel los ist. Deswegen bin ich momentan so im Stress. Aber wie gesagt, ich hoffe ja immer, dass das ein bisschen besser wird, wenn ich mir jetzt dann ganz viel Zeit spare, wenn das Pony umgestaltet ist. Denn dann spare ich mir tatsächlich viel Zeit. Habe ich denn jetzt überhaupt hier schon austrainiert, Springen und so? Nee, Springen nicht. Dressur? Ja. Cross Country? Nö. Also lohnt sich's gar nicht, dich auf ein Turnier zu schicken. Diese kleinen Pferde leiden halt drunter, weil ich die ja nicht trainiere. Und deswegen werden die wohl auch niemals wirklich zu unserem tollen Potenzial hier beitragen, das wir ja eigentlich hätten, wenn ich mich besser kümmern würde. Ich bin halt einfach leider momentan eine treulose Tomate. So. Das Geld lasse ich jetzt drauf. Ich bin eine treulose Tomate, ich gebe es zu und ich fühle mich auch unglaublich schuldig und trotzdem ändere ich nichts. Dann sollte ich mich nicht beschweren. Ja, ihr könnt einfach mal wieder so ein kleines Abo, so ein kleines Like da lassen, wenn es euch gefallen hat. Wenn ihr das nächste Mal wieder reinschauen wollt, dann das Glöckchen nicht vergessen aktivieren. Einfach mal bei Instagram vorbeigucken. Auch da mache ich ab und zu mal Pausen, wenn ich im Zeitdruck stehe. Aber seid versichert, es kommt immer mal wieder ein Update zum Pony und ich nehme euch dann auch zum Umzug mit und ja, jetzt mache ich Schluss. Tschüss, eure Vieh.